Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Komm, wir sind fast da. Willkommen in El-Karch. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht. Wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen.
Lüge! Du hast meine Kiste voll... Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nisha Shoya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, ja, natürlich. Wohin verschwinde ich? Ich bin
das ist nah genug. Hey, was ist da los? Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, komm, stell sie hier hin. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren Sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft.